Der Horst. Gut gemacht. Den Ball holen wir. Ah, der kommt nicht durch. Meter war der Abschlag des Keepers und er landet den Gegenangriff ein. Traoré, Traoré. Hit schläft. Schöner Pass auf Dan, der ist durch. Den muss er machen, Junge. Den muss er machen. Da kommt so ein guter Pass raus, Junge. Jo Leute, was geht? Dies ist wieder euer Lebenslauf, back mit einem neuen Video und seid willkommen zu meinem ersten Let's Play zu FIFA 17 Ultimate Team. Und ich habe direkt eine mega kranke Challenge am Start. Und zwar kennt ihr mit Sicherheit schon alle diesen Food Champions Cup, sag ich mal. Und ich werde einfach mal versuchen, diesen Food Champions Cup nur mit Bronzespieler zu gewinnen. Das wird auf jeden Fall hammer schwer. Wir haben uns jetzt noch nicht qualifiziert, wir müssen ja erstmal jetzt die Vorbereitung abschließen, dass wir überhaupt dabei sein, nämlich das Daily Knockout Turnier. Und da werden wir einfach jetzt nur mit Bronzespielern antreten. Das wird auf jeden Fall richtig krass und richtig krank. Ich werde mal sehen, wie gut wir uns durchsetzen können. Und hier seht ihr auch schon mein Team, mit dem ich jetzt antreten werde. 65 Chemie, 61 Bewertung, nur ein Stern. Das wird nahezu unmöglich, mit diesem Team zu gewinnen. Auf der Bank natürlich auch nur Bronzespieler. Ich habe jetzt versucht, mit der Mannschaft, also mit den Spielern, die ich in der Mannschaft habe, die bestmögliche Chemie rauszuholen. Besser ging es leider nicht. Ich habe mir extra keine Spieler gekauft, um das Team nicht noch etwas besser zu machen. Und ich hoffe einfach, dass es jetzt funktioniert. Und dann springen wir einfach direkt in das Match. Los geht's. So, und hier sehen wir auch schon das Team unseres Gegners. Er hat zwar auch drei Bronzespieler, aber ansonsten eigentlich auch ein richtig gutes Team. Vor allen Dingen mit Ter Stegen im Tor. Das könnte auf jeden Fall schwer werden, dass wir uns gegen den durchsetzen, aber ich bin einfach mal optimistisch und springen wir direkt in das Game. So, Rafinha, der kommt gut. Da muss unsere Verteidigung aufpassen, nicht schießen lassen. Erste gute Möglichkeit von Valero, aber knapp übers Tor. Jetzt aber wir mit dem Angriff über Fox und Schiff oder wie auch immer. Ausspricht. Und dann Tor, 1:0 für uns, Freunde. 1:0 für uns. Wir gehen in Führung mit einem Full-Bronze-Team, Freunde. War viel Glück dabei, dass der Ball uns natürlich genau vor die Füße fällt. Und dann ist Jack dann da und macht das Tor. Schön abgefangen von Martinez. Direkt der Gegenangriff. Der Horst. Ja, fällt nicht hin. Und dann kommt der Ball nicht durch. Schade, das wäre gut gewesen. Der wäre gut gekommen, Martinez. Bleib aber am Ball bis jetzt. Der Horst. Zieh einfach mal ab, Junge. Zieh einfach mal ab. Oh mein Gott, der geht rein. Oh mein Gott, der geht einfach rein. 2:0, der Horst. Er gönnt sich einfach und der Ball kullert ins Tor. Oh mein Gott, er kullert einfach ins Tor, Freunde. Was ist das denn? Ah, 2:0, wie geil. Freischuss kurz ausgeführt. Ja, Hart kommt noch dran. Harry. Versuch's aber mit dem Longshot. Alter, das Team ist übelst geil, Freunde. Was ein Team, Mann. Ey, die rasten ja richtig aus. So, jetzt vielleicht auch Kopfballtor. Das wär's. Wieder Eckball. Oh mein Gott, die rast richtig aus. Dann, wieder Eckball. So, diesmal kurz. Versuchen wir es mal mit der Kurzzeit. Vielleicht wird es besser. Fox. Harry, schöne Triumph. Ah, da kommt er wieder dran. Gegen einen Diffuser. Und jetzt geht es vorbei. Komm, da muss nicht so mehr. Komm. Musa mit einem ganz schwachen Anschluss, aber der Keeper musste. Ich war wirklich schrecken. Gut, Eckball. Das ist eine dauerhafte Action im Spiel angesagt. Jetzt gibt es endlich Abschluss. Die Gefahr ist aber rein. Ah! Die Flanke bist du kurz. Wir bleiben trotzdem am Ball, Herr Horst. Er macht ihn nicht rein. Ich frage mich gerade so ein bisschen, ob es egal ist, ob man Bronze oder ein Gold-Team findet, weil ich finde dieses Team einfach gerade zu geil.
Da merke ich natürlich wirklich einen Unterschied dran. Ich spiele gerade wie ein Goldteam. Öksüd, bärenstark. Terrorost mit dem Fake Shot. Terrorost! Und dann hält er das Ding. Aber der Ball ist wieder da. Fehlpass. Wie Sau. Und Hitschliff. Oh, bärenstark. Hitschliff. Ey, er hat 100 Möglichkeiten. Er macht keinen Ball rein. Wir sind sowas von dominant. Der Gegner hat gerade keine Chance gegen uns. Musa, geht vorbei. Komm. Komm, kämpf, kämpf. Ja, der muss reingehen, der geht auch rein. Valero. Da machen wir schon einen Kick zu langsam. Damit ist auch schon die erste Halbzeit vorbei. Wir führen mit 1:2. Unser Team eskaliert gerade richtig. Und dann schauen wir mal, was in der zweiten Halbzeit jetzt noch passiert. Valero. Ja, wir holen uns den Ball. Schön, dann. Und Hitschliff. Abgefangen von Hamada. Misao. Misao. Fox auf Dunn. Schöner Pass. Komm, dann schaffst du noch. Und das ist ein mieses Foul. Das muss Elfmeter geben. Und Kopp, der hatte auch schon gelb. Das heißt, das muss gelb-rot safe geben. Das muss gelb-rot safe geben. Gibt's auf jeden Fall. Ich glaube, das musste er aber machen. Sonst wäre das relativ gefährlich geworden. Von daher verständlich auf jeden Fall. Und jetzt, Terhorst hat die Chance, diesen Elfmeter zu machen. Komm, Terhorst, den machst du. Den machst du! Es dreht 3-1 für uns. Damit würde ich fast schon sagen, dieses Spiel ist gelaufen. Aber ich will mir da noch nicht zu sicher sein. Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn wir jetzt schon auf Zeitspiel gehen, weil irgendwie ist es... Scheiße, ich hasse einen Spieler, die auf Zeitspiel spielen. Deswegen gehen wir mit nach vorne. Hinschliff. Der Junge kann, wenn er will. Und dann 4-1. Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll, Freunde. Ich bin einfach gerade übertrieben geflasht von diesem Team. Wie geil es spielt. Richtig gute Flanke. Kopf dran. Ball rein. Mit einem Bronze-Team. Ich bin übelst geflasht. Dann holt sich den Ball wieder stark zurück. Und Hitschliff steht frei. Testing pariert aber. Und dann bricht unser Gegner das Spiel ab. Damit gewinnen wir 4:1. Ich muss persönlich sagen, das hat mich übertrieben gerade geflasht, wie gut unser Team war. Ein Spiel würde ich sagen, machen wir in der Folge noch. Also dann sehen wir uns gleich wieder bei unserem zweiten Gegner. Und haben wir auch schon das Team von unserem Gegner. Er kommt einfach mit einem kompletten Bundesliga-Squad. Ich habe an meiner Mannschaft jetzt nichts geändert. Ich habe sie einfach so gelassen, weil ich sie einfach gerade übertrieben geil fand im letzten Spiel. Wird auf jeden Fall schwer gegen dieses Team hier, aber vielleicht ist ja wirklich was drin. Und ja, springen wir direkt ins Match rein. So, Terhorst. 2 gegen 2. Und wir dominieren. 1 gegen 1. Hinschläf. Kriegt er die Flanke rein? Ja, kriegt er. Fox läuft sich frei. Oh! Direkter Schuss, Freunde, von Fox. Richtig geiles Tor mal wieder. Mega gute Flanke. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer die Flanke gerade gemacht hat. Und dann Fox nimmt den Ball, Volley, pfeffert das Ding ins Tor rein. Alter. Oh, schöner Pass auf Bernhard. Und der Ball geht nicht rein, weil unser Keeper, doch, der Ball ist drin, abseits. Oh mein Gott, Freunde! Was war das denn jetzt? Da kommt jetzt mal der Pass. Toppel mit einer mega geilen Parade. Und es ist auch abseits, wie man ganz klar sehen kann. Come on. Über die Außen ist er natürlich sehr schnell. Das ist deren Vorteil. Martinez gegen Castro. Der Ball kommt schön, Volland!
Und unser Keeper ist wieder da. Raus mit dem Ball, raus mit dem Ball, raus mit dem Ball. Toppelheld. So, Coman muss ich so langsam aus dem Spiel nehmen. Da bringt ihr nämlich die ganze Zeit Fahrt rein. Dann ist Volland frei. Und für Kevin Volland kein Problem. 1-1. Traoré. 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 Und Hamada klärt auf der Linie. Erste Halbzeit ist damit vorbei. Damit steht es 1-1. In etwa eigentlich gleich auf. Ich würde aber sagen, dass unser Gegner ein bisschen besser ist. Zumindest von den Schüssen und von den Schüssen aufs Tor her. Aber wir haben mehr Ballbesitz. Könnte sehr spannend in der zweiten Halbzeit werden. Lego. Ah, der kommt nicht durch. Meter war der Abschlag des Keepers. Und er leitet den Gegenangriff ein. Traoré, Traoré, Traoré. Mit dem Pass auf Coman. Und er trifft den Ball. Und unser Keeper hält. Das ist ja nicht wahr, Freunde. Das ist nicht wahr. Was wir ein Glück haben, dass der Spieler den Ball nicht trifft. Und wieder Toppel. Hitschliff. Schöner Pass auf Dan, der ist durch. Den muss er machen, Junge. Den muss er machen. Da kommt so ein guter Pass raus, Junge. Hau doch das, den Ball drauf. Castro. Traoré. Öksüt ist schneller, fault den Gegner aber. Damit Freistoß. Wieso der Freistoß kommt von Kevin Volland. Den schießt er direkt drauf, aber kein Problem für Toppel. Coman, den müssen wir jetzt langsam aus dem Spiel nehmen. Der wird mir zu gefährlich. Raus mit dem Ball, raus mit dem Ball. Hamada, schieß ihn raus. Schieß ihn raus, Goretzka. Schön mit dem Ball nach innen und dann ist er mit dem Kopf da. 2-1. Richtig stark gemacht von Leon Goretzka. Mit dem Hackenflick legt er sich den Ball vor und an die gefährliche Flanke in die Mitte. Und keine Ahnung, wer jetzt das Tor gemacht hat. Ist auch egal. 2-1. Unser Gegner spielt jetzt ernsthaft nur hinten in der Defensive rum. Ich warte auf den Moment, bis der Ball weg ist. Und da ist der Moment. Da sind wir nämlich sehr nah am Tor. Und Hart kann was, wenn er will. Und Hart kann was, wenn er will. Und Hart kann was, wenn er will. Ein Aufschlag haut noch ab. Junge, schlag doch mal den Ball ab, Mann. Was soll die Scheiße denn? Junge, schieß doch. Danke. Oh mein Gott. Thorst, nutzt es nicht. Nein, Junge. Wie behindert bist du? Der spielt wieder hinten rum, ne? Er spielt wieder hinten rum. Wie kann man denn hinten in den 1-16 eine Flanke machen? Alter. Harry, hol dich erstmal den Ball. Der Horst kriegt den Pass nicht auf, Misau. Fährmann! Oh mein Gott! Jetzt die Möglichkeit. Hitschliff, 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 Hitschliff! Er macht ihn nicht! Nein, er macht ihn nicht! Er macht ihn nicht und dann ist das Spiel vorbei. Oh mein Gott! Das, Freunde, das wäre der ultimative Shootout gewesen, wenn der Ball rein wäre. Dann hätte ich mich aber jetzt hier gefeiert, ohne Spaß. Dann hätte ich mich richtig gefeiert, aber ich muss sagen, es war eine mega geile Folge. Das Team ist aber auf jeden Fall trotzdem weiter zu empfehlen. Es hat übelst rasiert. Also, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Müsst ihr mal ausprobieren, diese Spieler. Und dann war es auch schon mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder solltet ihr noch auf meinem Kanal sein, könnt ihr mich natürlich gerne kostenlos abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und keine Videos mehr zu verpassen. Ja, und hier auf dem i würde es mich freuen, wenn ihr mal abstimmen würdet, welches Let's Play ihr als nächstes sehen wollt. Ob ihr gerne bei FIFA bleiben wollt oder ob ihr mal wieder einen Teil von Uncharted 4 wollt. Stimmt auf jeden Fall ab, das mit den meisten Stimmen mache ich als nächstes als Let's Play. Schreibt natürlich auch gerne Challenges in die Kommentare. Neue Challenges, die ich in FIFA machen soll, würde mich auf jeden Fall übelst freuen. Ja, und hier verlinke ich euch jetzt nochmal zwei alte Videos, nämlich einmal mein Abschlussklassenfahrtsvideo, nämlich vom Freitag.
Und auf der anderen Seite verlinke ich euch mal das Video, wie ihr auf YouTube live streamen könnt. Und drunter könnt ihr mich abonnieren. Jetzt habe ich nichts mehr anderes übrig zu sagen, außer ich habe fertig. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao.